Willkommen zurück zu Let's Play Might & Magic Heroes 7. Wow. Okay, auf geht's. Die beiden sollen sich jetzt zusammen treffen, um dann irgendwie einen Plan zu schmieden, wie sie hier reinkommen. Hallo. Wir haben uns getroffen. Gib mir mal bitte alles, was du hast. Nee, andersrum. Sie muss noch ein Level aufsteigen. Na komm. So, die Magier, die Titanen und die fünf Rakshasa. So, jetzt haben die sich getroffen und zusammentreffen und gibt Vahada die Blume der Wüste. Ja, mache ich. Ich habe bereits Berichte gehört, dass Malatua unterwegs alles mit diesem Hackbeil vernichtet, das mit der Wut aller Orks getränkt ist. Sind wir verloren, Kalida? Es gibt immer Hoffnung. Ich sehe keine. Wir können ihn bei Scheibdia bekämpfen, aber können wir ihn besiegen? Was ist mit der Blume der Wüste? Liebste Kalida, sie hat Macht, aber Malaturas Artefakt ist sehr viel stärker. Doch vielleicht gibt es einen Weg. Welchen denn, Liebste? Nein, zu riskant. Das Juwel zieht Kraft aus der Geisterwelt, wird aber nur durch eine freiwillig gespendete Seele aktiv. Nimm meine. Rette dein Volk und beweise dem Zirkel so deine Loyalität. Ach, Kalida, das könnte ich nicht. Sie waren immer gegen uns. Sie wollen dich lieber nach ihrem Bild formen, als dein ganzes Potenzial geweckt sehen. Was meinst du? In dir ruht die Kraft, das Schicksal einer Nation zu verändern. Aber jetzt musst du erst einmal Scheibdia retten. Es tut mir leid, Liebste. Vahada hob die Arme. Und ein wirbelnder blauer Strudel umgab sie. Kalida schrie nur einen einzelnen hohen Ton. Und plötzlich gab es nur noch die ehemalige Wüstenblume, die nun ein lebendes blaues Juwel war, in dem ein inneres Licht sanft pulsierte. Ein Juwel mit einem schlagenden Herzen, das seinem Besitzer Zugang zu den Bereichen der Geisterwelt gab. Na, wie wunderbar. Okay, dann versuchen wir unser Bestes. Es sieht so aus, als hätten die Bösen es geschafft. Und erreicht, was sie haben wollten. Oh, wir sind in der Geisterwelt. Wollen wir die Geister auch gleich mal bekämpfen? Ja, Schlacht beginnen. Mit zwei Titanen. Huihihi. Sollte das ja wohl was werden. Immerhin sind wir, was die Zauber angeht, relativ gut bestückt. Ich krieg meine Rakshasa gar nicht hier aufs Schlachtfeld. Das ist ja mies. Du gehst jetzt mal dahin. Ich glaube, ich brauche Taktik. So, mal gucken. Zaubern auf die da. Ja, schade. Jetzt ist die eine tot. Ist Level 15 geworden, klasse. Und ich habe die ganzen Level für sie jetzt völlig ausgelassen. So ein Dreck. Sehr schön. Pause. Kommt mal näher. So, ihr dürft die von der Seite angreifen. Ja, lasst die auch mal näher kommen. Dann können wir sie wenigstens ordentlich treffen. Sehr schön. Die sind wir schon mal los. Und auch diese leben nicht mehr lange. Wenn du die jetzt von hinten angreifst, reicht das. Perfekt. Ein komisches Schlachtfeld, wenn ich das mal so sagen darf. Das sieht aus wie bei Legacy. In dieser einen Welt. Von dem Gesichtslosen. Kodex des Magisters. Neutrale Armee. Wieder weitere Geister. Hier haben wir noch eine Schatztruhe für Erfahrungspunkte. Die nehmen wir mit. Und dann machen wir uns an die Geister. Aha. Auf geht's. Wir werden uns nicht unterkriegen lassen. Auch nicht von Geistern. Schuhu. So, auf die da. Du
Und der Rest macht Pause. Nö, Pause. Das sieht doch schon gut aus. Rauf da. Sehr schön, wir werden auch so nochmal stärker. Und hoffentlich kriegen wir noch ein Level up, bevor wir dann in den Kampf schreiten. Schwuppdiwupp, schon sind wir auf der anderen Seite. Die Ork-Rebellen. Viele sind davon ja nicht mehr übrig. Auf jeden Fall vernichten wir sie, bevor wir irgendwas anderes machen. Sehr gut. Dann bitte einmal hin und wieder zurück. Pause. Okay. Ihr könnt die da töten. Unsere Titanen gehen auf die da. Und ihr auch. Probleme gibt's schon mal nicht, das ist schön. Und gut, dass wir die Leute noch... Haben wir die übergeben? Ja, haben wir. Gut, dass wir die Leute noch übergeben haben. Wer seid ihr denn? Ganz normale Rakshasarani. Ja, kommt mit. Eure Speer melden, dass Malatuas Truppen Shaibdia in 3 Tagen überrennen werden. Vielleicht sogar früher. Ihr habt keine Zeit zu verlieren. Vader hat Implosion gelernt, Raserei und noch etwas. Das heißt, wir müssen die Stadt jetzt angreifen. Aber ihr kommt noch mit, oder? Ja, wir bezahlen euch. Kommt mit. Okay, wir dürfen noch 2 Talente wählen. Das machen wir. Ich habe übrigens jetzt auch schon Erkundung freigeschaltet, damit wir wenigstens einen Platz mehr, einen Bewegungspunkt mehr haben. Arcana Schild. Zu Beginn jeder Schlachtrunde erhalten wir ein Schild. Das ist ja für alle Zauber, ne? Arkan bedeutet ja komplett. Dunkelmagie, Luftmagie, Ökonomie, Diplomatie, Schicksalsmacht. Was ist das? Steigert Schicksalskraft des Helden um 5. Heißt mehr Glück. Glück will ich haben. Besonders jetzt. Auf geht's. Au, 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 au. Stationierte Garde. Gargoyle. Ja, beginnen wir die Schlacht. Versuchen wir sie so gut wie möglich zu schützen. Unsere Rakshasa haben keinen Platz bekommen, oder? Nee. Obwohl wir sie... Hätten wir... Warte mal. Schlacht neu starten, ja. Tatsache, wir hätten sie mit aufs Spielfeld packen können. Das ist doch super. Sehr gut, jetzt wird das auch was. Was haben wir denn hier? Gut, das Tor schon mal weg. Sehr gut, das ging schnell. Schneller als erwartet. Wir nehmen uns erstmal die Fernkämpfer vor. Nummer 1. Du gehst hier hinten hin. Die müssen erstmal rauskommen. Schwäche auf unseren Titanen. Du gehst nach vorne. Ja, auf die Spinnen, das ist in Ordnung. Die sind nur Kanonenfutter. Okay, die Titanen könnten wie viele töten? 2. Das ist aber lächerlich. Hier geht bitte auch nach vorne. Mit Glück 37 Schaden gemacht. Das ist aber lächerlich. Achso, wir sind dran. 0. 1 bis 2. Einer. Okay, wir gehen mal nur auf die Fernkämpfer. Und mit dem Eisstrahl jetzt erstmal auf die da. Sehr schön. Damit haben die sich schon mal erledigt. Du kannst die da angreifen. Oder die von hinten.
Aber das bringt dir nicht allzu viel. Du machst nicht viel Schaden. Denn mach den Hin- und Wegflug. Ja, auf die. Die sind am nervigsten. Definitiv. Gut. Jetzt kommen die 19 dran. Steinhaut auf die Orks. Das ist nicht gut. Wehr dich, Spinne. Warum wehrt ihr euch nicht? Nein. Ja, es war zu erwarten. Aber die müssen erstmal an den Titanen vorbei. Vier Stück. Die Titanen haben gute Chancen, ein paar kaputt zu machen. Aber die Orks sind mir im Moment am liebsten. Die müssen weg. Gut. 3, 2. Die halten viel zu viel aus. Das geht gar nicht. Arcana-Schild. So, dann bitte. Die 13 töten. Sehr gut. Die Moral der Leute wird immer mehr geschwächt. Das ist perfekt. Gehen wir auf den da. Noch mehr Moralschwächung finde ich gut. Wir kommen nicht ganz bis hin. Regeneration. Und Kanonenfutter. Nein, sie lebt noch. Sehr schön. Das waren unsere Spinnen. Wir werden uns durch dich doch nicht unterkriegen lassen, du böser, böser Mensch, du. Du bist kein Mensch, du bist ein Ork. Ein Oger. 5. Na, super. Noch lebt der Djinn? Nicht mehr lange. Wenn wir jetzt so schießen, treffen wir wahrscheinlich auch unseren Djinn, ne? Ich mach das einfach mal. Ich will die beiden treffen. Ah, das geht nicht. Die stehen natürlich so, dass ich sie nicht beide treffen kann. 4 bis 5. Wenn wir so angreifen, 1 bis 2? Nö, komm, dann lieber so. Okay, Runde 4. Meiner Meinung nach die letzte Runde. Genau deswegen. Sehr schön. So ist er immer weniger dran. 3 weniger. Du läufst rein. Und war's das? Noch nicht. Glühender Eifer. Immun, ha. Gut, wir haben dich so gut wie. Das war's. Und damit haben wir die Festung gerettet. Gerettet. 3 Geist, 3 Magie und 5000 Erfahrungspunkte gibt es als Belohnung. Love will tear us apart war unser Achievement, das wir damit freigeschaltet haben. 6 Tage, 3 Wochen und 1 Monat haben wir hierbei gesessen. Das ist natürlich nicht gerade wenig, aber immerhin, wir haben es geschafft. Das ist das Wichtigste. Nächste Karte machen wir dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Ansehen und bis gleich.